Frage, was Inklusion ist, lässt sich, glaube ich, recht schwer beantworten. Trotzdem ist es einfach ein Thema, was ja wirklich in den Medien sehr präsent ist, gerade was die schulische Inklusion angeht. Das heißt, Lehramtsstudierende von heute werden häufig damit konfrontiert, dass sie in ein inklusives Schulsetting geraten, ohne aber wirklich darauf vorbereitet oder ausgebildet worden zu sein. Also Inklusion muss man eigentlich sehr viel weiter sehen als jetzt nur die Inklusion von Schülern oder Schülerinnen mit einer Behinderung. Also im Grunde betrifft es die gesamte Gesellschaft und dass eben auch alle Menschen gleichermaßen an allen Dingen teilhaben können. In unseren Tutorien geht es einfach darum, den Lehramtsstudierenden das Thema Inklusion näher zu bringen und das halt auch eben aus verschiedenen Blickwinkeln. Also es geht einfach darum, zu schauen, was ist Inklusion, wie wird Inklusion umgesetzt, und da geht es halt in den Tutorien immer sehr, sehr individuell zur Sache. Man schaut einfach, was für Lehramtsstudierende sind in dem Tutorium drin und welche Bedürfnisse müssen denn da abgedeckt werden. Ja, das Projekt FIN3 ist jetzt deshalb eigentlich so schön, weil man sieht, mit wie viel Engagement sowohl die Tutoren und Tutorinnen mit dabei sind, als auch diejenigen Lehramtsstudierenden, die sich dafür entschieden haben, das freiwillig zu tun. Also man hat tatsächlich erkannt, wie wichtig dieses Thema Inklusion ist. Man hat auch erkannt, dass es sicherlich eine große Herausforderung ist und sich dann jetzt freiwillig schon so früh im Studium damit auseinanderzusetzen, zeigt eigentlich, dass das Engagement da ist, also dass auch die Auseinandersetzung mit dem Thema da ist und dass dann viele wirklich bereit sind, das auch zusätzlich zu tun. Schön wäre es natürlich, wenn es auch so wäre, dass es einfach Teil des Studiums sein sollte und künftig vielleicht auch sein wird. Also für die Zukunft wünsche ich mir, dass eben Inklusion in die allgemeine Studierendenordnung reinkommt für die Lehrämter, sodass halt niemand mehr später in die Schule gehen muss und noch nie was von Inklusion gehört hat und da überrumpelt wird. Ja, also ich habe mich dazu entschieden, Tutor zu werden, weil ich einfach das Thema Inklusion sehr wichtig finde und es liegt mir am Herzen, weil ich studiere halt Förderschullehramt, also L5, und dadurch habe ich halt sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung und ich finde es halt einfach sehr wichtig, diese Menschen in die Gesellschaft zu inkludieren. Teil unserer Tutorien ist das ja auch, dass die Studierenden dann ja auch wirklich in die Schulen hineingehen. Also sie haben sich hier quasi in einem sehr sicheren Rahmen mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt. Und dann gehen sie mit einem Tandempartner in eine Schule hinein, um sich da auch wirklich mal auszuprobieren. Und das ist schon sehr schön zu sehen, dass man da auch schon erste Erfolge hat. Also die kommen dann immer weniger frustriert und eigentlich immer recht optimistisch aus den Schulen zurück und wissen, dass das, was sie hier wirklich machen, auch tatsächlich dann für sie einen Sinn ergibt. Also wenn man eben ein Kind mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in seinem Unterricht hat, dann kann man dem eben einfach schon mal relativ simpel eigentlich helfen, indem man eben BIN differenziert. Also das heißt einfach, das Arbeitsmaterial individuell auf den Schüler anpasst. Das hört sich immer nach relativ viel Arbeit an, ist aber, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeit. Und das ist natürlich jetzt auch kein Allheilmittel, aber ist eben schon mal ein guter Startpunkt, um einfach Inklusion zu leben oder mit Inklusion einfach mal zu beginnen.